Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blau. Und wie fange ich mir ein Mew Tutorial Folge? Ja, schauen wir mal, wie wir uns Mew krallen können. So, als erstes speichern wir hier mal ab. Das ist ganz wichtig. So, und jetzt, sobald man runterläuft, sofort die Stadt. Habe ich überhaupt Psychia haben dabei. Die Starttaste drücken. Und wir benutzen Teleport. Er hat uns zwar gesehen, aber wir teleportieren uns hierhin. Gut. Als nächstes gehen wir weiter. Und unsere Starttaste lässt sich nicht mehr drücken. Ich drücke die ganze Zeit auf Start, aber sie lässt sich nicht mehr öffnen. Das heißt, wir gehen zu dem einen Trainer da oben. Den wir noch nicht besiegt haben. Dieser Trainer sollte man beachten, ziemlich viel Abstand nehmen. Der Trainer sollte zu euch hinlaufen, praktisch. Also ihr geht herüber, ganz nach oben und dann hierher. Ich habe in Orania City mit meinem Papa auf der MSN eine Party besucht. Hey, cool, ich war auch da. Was? Du warst auch da? Klar doch. Ich mache ihn kämpfen. Und Fleckmon. Wenn ihr jetzt schon gegen Fleckmon gekämpft habt, oder gegen den Trainer, der nur dieses Fleckmon hat, könnt ihr Mew vergessen. So, den besiegen wir am leichtesten mit Pikachu, glaube ich. Und glaube ich, ist ein Wassertyp? Psycho-Wasser? Bin mir nicht ganz sicher. Na, schauen wir mal. Ja, genau. Wasser-Psycho-Pokémon. So, und gleich mal Donnerschock. Und es ist weg. Wattelinger hält 178. Und Donnermaus auch. Ich bin nicht sauer. So. Und dann lässt sich die Starttaste wieder betätigen. Wir gehen jetzt ein Stück. Und plötzlich macht die Starttaste auf. Keine Ahnung warum. Wer weiß. Und sobald ich dieses Starttaste schließe, greift uns plötzlich ein Pokémon an. Und es ist Mew! Mew! Los, Butterling! Schlafpuder! Gleich mal einschläfern. So, kann ich es gleich mit dem Pokéball fangen? Nein. Also nicht. Pokémon? Bestäuber. Ich hoffe, er killt es nicht mit Kratzer. Oh nee, es ist aufgewacht. Kratzer. Okay, das zieht gar nicht viel ab. Ich muss schauen, dass Psychi kann ja nur Teleport. Dass Mew schläft. Bestäuber darf nämlich nicht sterben. Haben wir eine riesengroße Baustelle. So muss ich sagen. Mew schläft. Kratzer Bestäuber. Wo ist Mew schneller? Nochmal Kratzer.
Und einmal noch Kratzer. Solange Mew schläft, ist es gut. So, und einmal Kratzer machen wir noch. Das müsst's normalerweise aushalten. Auch beim Volltreffer. Nehmen wir mal einen Pokéball. Schauen wir, wie es ausschaut. Okay. Einmal Kratzer. Wow, bitte. Pokéball. Was? Pokémon. Butterling. Schlafpuder. Pokéball. Los. Es kann doch nicht sein, dass sie Mew... Was? Aber warum? Ja! Mew wurde gefangen! Für Mew wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Neue Art. Viele Experten bezweifeln die Existenz dieses Pokémons. Nur wenige Personen haben es gesehen. Möchtest du Mew einen Spitznamen geben? Hiermit breche ich die Tradition, dass ich jedem Pokémon einen Spitznamen gebe. Mew soll einfach Mew bleiben. Nein, wir geben ihm keinen Spitznamen. Und Mew wurde auf bis PC übertragen. Puh! Jetzt haben wir das auch geschafft. Wir haben Mew. Aber ich werde Mew nicht in unser Team nehmen. Es dauert mir einfach zu lange, es zu leveln. Und für Psycho habe ich ja schon Butterling. So, aber zuerst gehen wir mal heilen. Din, 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 din. So. Danke, Schwester Joy. So, wenn man hier jetzt in das Pokédex schaut. Ganz nach unten schaut. Sieht man hier bei 151 Mew. Wenn man bei den Daten schaut, achso, das haben wir schon gelesen. Jetzt muss ich noch kurz was ablegen. Von Bernie, schauen wir mal, was können wir denn ablegen. Das braucht man denn momentan nicht. Zerschneider braucht man momentan nicht. Ding, 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 ding. Blitz braucht man momentan auch noch nicht. Fahrrad, Hypertrank. Hypertrank können wir auch mal ablegen, das brauchen wir momentan nicht. Gut. Bis PC. Ablegen werden wir Psychi. Und dann zeige ich euch mal kurz Mew. Pokémon. Mew. Status. Psycho. Und es kann nur Pfund. So, dann legen wir Mew gleich wieder ab. Also wenn er genau das so macht, wie ich es jetzt gemacht habe, dann bekommt er Mew auf alle Fälle. Ich sehe, dass ich es in der einen Folge verkackt habe und musste es ja irgendwie so anders machen. So. Wer geht uns denn jetzt noch ab? Tweety, da bist du ja. So, wir haben wieder alles. Alle Pokémon beieinander.
Dann würde ich sagen, geht's ab Richtung Felstunnel. Da müssen wir ja hin. Und wir steigen auf unser super cooles Fahrrad. Fahrrad. Din, 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 din. Ja, das ist zu schön. Wir haben ein Mew. Wir haben ein Mew. Wir haben's gefangen. Hier sieht's ja noch immer so aus. Oh mein Gott. So, Fahrrad. Ist man ja gleich viel schneller unterwegs mit dem Fahrrad. Ja, ja, so schön. Wir fahren mit deinem Fahrrad super schön. Ja, das ist so toll. Das ist so toll. Bestäuber macht Zerschneider. Und da ist eine Trainerin. Die müssen wir anquatschen, damit wir weiterkommen. Ja, dicker Arm, du wirst nach vorn gesetzt. Und wir fahren jetzt auf die der Trainerin hin. Du trägst Pokémon bei dir. Lass uns kämpfen. Alles klar, Schnucki. Bam, 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 bam. Okay, du bist kein Schnucki. Du bist eine Pfadfinderin. Was? Lass mich in Ruhe. Ich bin doch kein Schnucki. Oh-oh. Mit Dickdarm haben wir hier ein kleines Problem. Houston, we have a problem. Machen wir mal Schaufler. Oh nee, Stachelspore. Schaufler. Okay, anderes Pokémon. Neues Spiel, neues Glück. So, wer muss trainiert werden? Pikachu. Los, Pikachu. Oh nee, doch nicht alle auf... Das Paralysezeug ist voller Quatsch. Mit Pikachus kann man nichts abziehen. Die sind widerstandsfähig. Yay, erreicht Level 23. Knopfenser in den Kampf schicken. Tweety. Die hat, glaube ich, nur Pflanzen-Pokémon. Windstoß. Das überlasse ich dir ganz allein. Oh, nee, nee, Giftpuder. Tweety, Windstoß. Das wirst du bereuen. Nein, das werde ich nicht. Doch. Nein. Oh, Tweety erreicht Level 25. Ein Myrapla. Nein, wollen wir nicht. Windstoß. Meine Pflanzen-Pokémon werden dich besiegen. Mit Tweety im Team glaube ich wieder weniger. Los, Tweety. Jawoll! Pieks es weg mit deinem Schnabel! Nein! Knuffenser Rankenhieb! Oder Giftpuder! Oder Wachstum! Wachstum ist aber jetzt schlecht für dich. Ciao, ciao! Oh nee, Knuffenser! Du hast mich besiegt! Du hast gewonnen. Und danke für das Geld. Ja, ja, ich habe gesiegt. Und ich muss mein Tweety heilen. Mit gegen Gift. Mit gegen Gift. Ja, mit gegen Gift, das ist so schön. Habe ich vielleicht einen Paralyseheiler auch dabei? Nein, schade. Wir fahren da hinunter und holen uns diesen Pokéball. TM30. Was ist das? TM30, ja, das ist so schön. Teleport. Was will ich mit Teleport? Ja, ich war gegen dich. Dagdan, der muss kämpfen, das ist für dich. Endlich kommt noch jemand. Mir war richtig langweilig.
Ja, wenn du so einsam und verlassen da unten stehst. Oh, ein Fettsack möchte kämpfen. Fettsack, setz Macholo ein. Los, Schaufler. Wow, 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 wow. Tompire. Blubstrahl. Yessa! Oh nee, ne Karateschlag. Ich hasse die Attacke. Oh, wir sollten eigentlich gleich einen Cut machen. Yay, Tom erreicht Level 24. Und versucht, Biss zu lernen. Yeah! Klar doch, wollen wir eine andere Attacke. Attacke. Tackle muss weg. Tompa hat Tackle vergessen und lernt Biss. Jetzt ist er gefräßig auch noch dazu. Na, Onyx besiegen wir noch. Onyx. Blubstrahl. Und weg. Jo, moin. War das etwa schon alles? Oh. Ich habe kein einsatzbares Pokémon übrig. So Leute. Und mit diesem Satz verabschiede ich mich für die heutige Folge. Und sag, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.